Nee. Dann bleiben Sie wieder auf dem. Ich brauche auch kein Wasser. Ja, aber nicht auf das Seite stehen. Hallo, es ist ja gerade gar nicht so laut, deswegen verzichte ich kurz auf das Megafon. Auch wenn die Veranstaltung von XR jetzt beendet wird, erstmal an der Stelle vielen Dank an XR für diese Mahnwache. Das ist ein super wichtiges Thema. Aber wir als letzte Generation haben uns gedacht, dieses Thema und das Drüberstehen niemals die Straße bekommen. Wir glauben aber, wir wollen unsere Versammlung nicht beschränken lassen. Dieses Thema verdient mehr Aufmerksamkeit. Wir müssen uns den Raum nehmen, der dieser Katastrophe zusteht. Und deswegen haben wir, die wir gerade hier sitzen, beschlossen, wir wollen diese Straße nicht verlassen. Wir wollen hier bleiben und klar machen, dass es nicht so weitergeht, wie die Politik weitermacht. Auch hier in Nürnberg, die Sache mit dem Frankenschnell und dem Ausbau ist nur ein kleines Symptom davon, wie die globale Politik, wie unsere Bundesregierung permanent handelt und weiterhin Ruin treibt und die Klimakatastrophe ignoriert. Sektorenziele wieder abschafft. Und deswegen weigere ich mich heute, freiwillig diese Straße wieder zu verlassen. An die Personen, die auf den Frankenschnell gehen. Ihre Ansammlung wird als Versammlung gewertet. Der Versammlungsort wird hinter den Sperrgittern festgelegt. Stehen Sie jetzt bitte hier auf und begeben Sie sich jetzt hinter die Sperrgitter. Die Polizei hat unsere Versammlung anerkannt. Das Protokoll sieht vor, dass die Polizei 3 Aufforderungen geben muss, um euch die Möglichkeit zu geben, die Straße zu verlassen. Das bedeutet, ihr hättet jetzt die Möglichkeit, bis die Polizei euch wieder auffordert, repressionsfrei die Straße zu betreten. Also kommt gerne dazu, aber wenn ihr keine Konsequenzen haben möchtet, dann folgt bitte den Anweisungen der Polizei. Aber solange die Versammlung anerkannt ist, könnt ihr gerne zu uns auf die Straße kommen und dann haben wir noch ein paar Beiträge für euch vorbereitet. Bitte Folge, wenn ihr keine Sanktionen, Repressionen, was auch immer befürchten möchtet. Ich kann schon mal sagen, sorry, ich werde sitzen bleiben. Das werden auch andere Menschen machen, also lasst euch davon nicht überraschen. Manche Menschen werden vielleicht auch festgenommen, das wissen wir immer nicht so genau, lasst euch davon nicht irritieren. Aber wie gesagt, wenn ihr darauf keine Lust habt, dann bitte verlasst bei der nächsten Aufforderung der Polizei die Straße an den vorgegebenen Versammlungsort. Ich werde mich weigern und einfach hier sitzen bleiben, weil ich möchte meine Versammlung gerne hier auf der Straße haben. Und jetzt haben wir noch ein paar Beiträge für euch und ich würde Simon als erstes das Megafon mal geben. Eine nochmalige Durchsage der Polizei an die Personen auf dem Frankenschnellweg. Die dritte Durchsage ist bereits erfolgt. Wenn Sie nicht jetzt sofort die Straße verlassen, wird die Versammlung aufgelöst und wir werden die Straße räumen. Aber ich würde noch kurz die Rede halten, sie ist nur so 2 Notizzettel. Vor 2-3 Wochen haben wir in Regensburg einen Containerprotest gemacht. Das heißt, wir haben geklaute, in Anführungszeichen, Lebensmittel an Menschen verschenkt. Und das war total spannend. Ich habe das vor 2 Jahren schon mal gemacht, wo die letzte Generation angefangen hat, in Berlin die Proteste zu machen. Und ich habe wieder gemerkt, dass es ganz vielen Menschen sehr schwer fällt, was anzunehmen, was umsonst anzunehmen. Da kommen immer Fragen wie, was wollt ihr dafür? Was muss ich unterschreiben? Es braucht immer einen Gegenwert scheinbar. Menschen trauen sich nicht, was umsonst anzunehmen. Das ist eine ganz stark in uns allen verinnerlichte Tauschlogik. Man muss was bezahlen, wenn man was möchte. Es gibt nichts umsonst, man kriegt nichts geschenkt. Das wird uns allen eingebläut.
Und so wachsen wir alle auf in dieser Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir über jetzt Klimaschutz reden, wenn jetzt irgendwann mal, also sagen wir mal, es kommt ein Tempolimit, es wird der Ausstieg aus der Tierindustrie geschafft, wir werden einen guten ÖPNV haben. Das ist natürlich alles leider irgendwie noch Zukunftsmusik. Aber ich glaube, selbst wenn wir da sind, dass diese notwendigen Maßnahmen da sind, brauchen wir weiterhin noch eine Veränderung in unserer Gesellschaft. Und zwar müssen wir diese Tauschlogik aus unseren Köpfen rauskriegen. Ich habe vorhin den Chant gerufen, Kapitalismus raus aus den Köpfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wie können wir das machen? Wie können wir diese Denkmuster, die in uns allen verankert sind, diese Verhaltensweisen, die uns vorgelebt und eingebläut werden, wie können wir die versuchen abzubauen und loszuwerden? Wir müssen uns das immer wieder mal ins Gedächtnis rufen und versuchen, das abzubauen. Es ist ein aktiver Prozess, der immer wieder gemacht werden muss. Genau, im Vergleich ist der Wert des sozialen Miteinanders, im Vergleich zu des Kapitalismus, also dass wir was zahlen müssen, ist viel weniger eingebläut. Soziales Miteinander ist was optional ist, wenn man Feierabend hat und man noch Zeit hat und Energie hat. Aber dem sozialen Miteinander wird sonst kein Wert beigemessen. Das muss sich verändern, glaube ich, wenn wir in eine faire, klimageschützte Welt übergehen möchten. Und ich will euch einladen, diesen Kapitalismus, diese Tauschlogik zu verlernen. Versucht dafür, eure Mitmenschen kennenzulernen. Versucht, eure Nachbarn im Haus kennenzulernen. Klopft mal, redet mal mit denen. Organisiert mal Straßenfeste mit euren Leuten in der Straße. Schließt euch zusammen und gründet gemeinsame Ökonomien. Da übernimmt man gemeinsam finanzielle Verantwortung als Gruppe. Wie eine Ehe das mit zwei Menschen macht, kann man das auch mit 5 oder 10 Leuten machen. Und als Gruppe kann man dann super interessant über unseren Umgang mit Geld, unser Verhältnis zu Geld reflektieren und sprechen. Das ist super spannend. Dazu möchte ich euch sehr einladen, das zu tun. Aber versucht auch Vertrauen in eure Mitmenschen aufzubauen. Stärkt die Solidarität zwischen euch. Denn so ein menschliches